Einer meiner ersten Chefs sagte mir mal, Herr Holtmann, so ein Dreschwerk, das entwickelt jede Generation nur einmal. Hier arbeiten wir an einer Sache, die muss auf jeden Fall gelingen. Wenn, dann machen wir das richtig. Also wir machen da keine halben Sachen. Ne? In manchen Ländern ist der Name Lexion bekannter als der Name Klaas. Dieses Image zu halten, das fordert schon alle Beteiligten. Meiner Meinung nach haben wir den leistungsstärksten Mähdrescher der Welt auf den Markt gebracht. Emotional empfinde ich das schon als mein Baby. Eine Powermaschine, die will fressen. Ein Mähdrescherhersteller entwickelt alle 25 bis 30 Jahre ein neues Dreschwerk. Seit der Lexion-Einführung 1995 gab es nicht mehr so ein großes Projekt. 15% mehr Leistung ist etwas, das spürt der Kunde. Dann hatte ich immer gesagt, 20% kriegen wir hin. Und dann kam der Wunsch der Geschäftsführung, nehmt euch noch mal ein bisschen mehr vor, 25% muss gehen. Ne? Dann haben wir auch echt geschluckt, weil das war eine Nummer. Ne? Aber wenn man es nicht ausprobiert, wird man es auch nicht herausfinden. So ein großer Umbruch, der braucht natürlich Zeit. Das wächst auch mit den Anforderungen und den Erkenntnissen, dass man sagt, der Ursprungsgedanke war, ein neues Dreschwerk zu bringen. Eigentlich haben wir einen komplett anderen Mähdrescher jetzt gebaut auf einmal. Von außen sieht er noch aus wie ein Lexion, im Innern ist er komplett anders. Ich wollte eigentlich direkt eine Abschaltetrommel hinter der Dreschtrommel haben. Das haben wir dann im Labor aufgebaut, mit verschiedenen Durchmessern gespielt. So haben wir uns dann Stück für Stück weiter optimiert. Ernte 2012 hatten wir die erste Maschine im Feld. Da wussten wir, das ist der Weg, den müssen wir so gehen. Wir stecken schon sehr, sehr viel Aufwand in die Funktionserprobung. Wir haben einzelne Baugruppen zunächst in Funktionsmustern vorentwickelt. Da gab es Maschinen, die hatten nur das neue Dreschwerk, andere Maschinen, die hatten nur das neue Fahrwerk. 2014 haben wir den ersten Prototypen gebaut und damit sind wir dann das erste Mal ins Rennen gegangen. Mehr Leistung im Dreschwerk folgt mehr Leistung in der Reinigung, in der Kornbergung, in der Entladung. Da galoppieren oben gute 150 Pferde mehr. Sie müssen alles in der Maschine anpassen. Und das haben wir getan. Wir haben es ja weltweit mit 20, 30 verschiedenen Fruchtarten zu tun, verteilt natürlich über alle Kontinente. Und jede Fruchtart hat unterschiedliche Bedingungen. Wir sind dann oft die bösen Buben, die sagen, hier, da muss noch was passieren. Und wenn man dann denkt, man hat es geschafft, dann kommt aus dem Dauerlauf wieder eine Meldung, muss man da wieder nachbessern. In der Entwicklung haben wir vielleicht 10 Maschinen. Dann geht es weiter in die erste Vorserie, Faktor 10. Dann geht es weiter, wieder Faktor 10. Und wenn man Fehler vorher macht, multiplizieren sich die Fehler natürlich auch ganz stark. Ich glaube nicht, dass viele wissen, was an Aufwand notwendig ist. Fast über 1 Million Arbeitsstunden über die Gesamtprojektlaufzeit. Das ist schon heftig. Der Lexion ist ein Produkt, das einfach begeistert. Und es war nie ein Problem, die Leute zu motivieren. Das macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Ne? Überall ist dieser Ehrgeiz vorhanden. Man hat natürlich auch Spaß, wenn man neue Rekorde aufstellt. Wenn man sich eine Entleerung anguckt, 180 Liter pro Sekunde, wenn man sich das mal vorstellt. Ich denke, wir haben alle die gleiche Macke. Der Mähdrescher ist wie so ein Virus. Es ist die Königsmaschine. Da wird's nie langweilig. Da steckt verdammt viel Herzblut drin. Das ist das, ich sag mal, saatengrüne Blut, was uns hier stark macht. Das ist unsere Kernkompetenz. Das kommt auch nicht von ungefähr. Begeisterung steckt an. Das ist wirklich ein Dekadenprojekt und wir durften dabei sein. Ne?